So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir sind ja jetzt von hier oder hier, also auf jeden Fall von der Wüste aus, Richtung Osten gelatscht und sind jetzt in Coesthaven. Ich hoffe, man ist so richtig ausgesprochen. Da sind wir auf jeden Fall angekommen in der letzten Folge und wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen um. Das hier sieht schon sehr verdächtig aus. Vielleicht finden wir noch eine Bombe und können uns da reinknietschen, mal gucken. Hier sind wieder ein paar Gegner. Und ich glaube, hier sind wir safe und babbeln einfach mal ein bisschen, hm? Wenn das so weitergeht, dann. Jabu Jabu hat doch sonst noch nie so herumgewütet. Wer ist denn das? Oh, hallo, willkommen in Coesthaven. Lord Jabu Jabu ist ein großer Geist, der in den Jabul-Wässern lebt. Oder heißt es Jabu? Keine Ahnung. Normalerweise ist er ganz sanftmütig, aber jetzt richtet er überall großen Schaden an. So verhält er sich erst, seit in seiner Heimstätte ein Riss aufgetaucht ist. Aha. So nennen wir die Höhle, in der er schläft. Wenn man die Brücke im Osten überquert, gelangt man dorthin. Der Eingang sieht aus wie ein Fischmaul. Man kann ihn kaum übersehen. Zölder. Ja. Das könnte der große Riss sein, den ich gesehen habe. Ach, süß. Glaube, der Katze geht es hier ganz gut mit dem ganzen Fisch. Ne? Ich war gerade auf dem Wasser, als Lord Jabu Jabu mich plötzlich angriff. Ich dachte schon, es wäre auch nicht geschehen. Oha. Ja, allerdings hat er mich angegriffen. Ich hatte mein Boot ganz entspannt treiben lassen, als er mir plötzlich krawumms in die Seite geschwommen ist. Seitdem traue ich mich nicht mehr aufs Wasser hinaus. Das glaube ich, ey. Wenn da so ein Jabu Jabu kommt, ey, dann ist hier Ende Gelände. Süß. Weil Jabu Jabu so herumtobt, kommen kaum noch Besucher in unser Dorf. Es ist jetzt ganz einsam hier. Außerdem kann keiner mehr fischen gehen oder sonst irgendwie mit dem Booten aufs Wasser. Echt traurig. Was gibt's denn hier? Lila Elixier füllt Herz und Energie auf. Schmeckt bitter, aber das ist es wert. Ach, krass. Das ist ja cool. Was macht das? Das füllt nur die Energie auf, hä? Füllt Energie auf. Der Geschmack ist genauso wunderlich wie die Wirkung. Können wir sowas auch selbst mischen? Müssen wir mal ein bisschen rumprobieren. Das wäre es natürlich, ne? Wenn man sowas selber mischen könnte. Wäre schon cool. Ey, was mir noch einfällt, in der Wüste können wir noch der einen die fliegende Fliese zeigen, ne? War doch so eine Quest. Mir ist sowas von langweilig. Alle sagen, es wäre zu gefährlich, das Dorf zu verlassen. Aber ich will mit den Zoras spielen. Die Zoras, meine ich. Zoras? Wer ist denn das? Wo kommst du denn her, dass du nicht weißt, wer die Zoras sind? Die leben im Meer und im Fluss. Und sie sind voll musikalisch. Oh, und außerdem streiten sich ihre Anführer andauernd. Gut zu wissen. Dabei ist doch längst Essenszeit. Ach, Kind, kannst du dich nicht einfach mal nach unserem Tagesablauf richten? Nein. Ups, du wunderst dich sicher, was ich hier so vor mich hinrede. Tja, mein Sohn Anuwe ist immer noch nicht heimgekehrt. Er liebt Fisch, deshalb habe ich extra welchen für ihn gegrillt. Aber ich wette, er hält wieder ein Nickerchen im nördlichen Wald. Falls du zufällig in den Wald willst, könntest du ihm dann vielleicht besagten Grillfisch mitbringen?
Ich gehe ihn eben holen. Warte bitte kurz, ja? Oha, was ist für ein Riesenfisch? Was? Da können ja 30 Leute von essen. Ich weiß, der Fisch ist recht groß, aber vermutlich auch schwer zu tragen. Aber ich befürchte, ohne den wacht mein Sohn sobald nicht wieder auf. Oh, eine wichtige Sache hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. In dem Wald, in dem mein Sohn gerne Nickerchen hält, treiben sich in letzter Zeit öfters hungrige Monster herum. Vor denen solltest du dich hüten. Wenn mit dem Grillfisch etwas passiert, lass es mich wissen und danke fürs Ausliefern. Bratfisch aus dem F Bratfisch, aus dem das Fett nur so hervorquillt. Der unwiderstehliche Duft lockt manche Monster an. Aber ich muss ihn ja nicht mitnehmen. Habe ich mir gemerkt, ne? Ist ja eigentlich egal. Ciao. Kommt man hier vielleicht auch noch hoch? Und gibt es da irgendwas? Das wäre es natürlich, ne? Was gibt's denn hier noch? Wiese. Oh! Rubin, ne? Nehmen wir mit. Ach, hier wäre auch so treppenmäßig was gewesen. Ja, gut. Einfach mal ein bisschen umgucken. Wir sind mal wieder in der Mitte, verstehe. Können wir die Blumen eigentlich auch umnietschen? Ja, let's go. Oh, ein blauer Rubin. Wir sind so babsch, wir kommen einfach nirgendwo hoch, ey. Hä? Ach so. Aber es wäre echt cool, wenn man sich selber so einen Energietrank machen könnte, ne? Das wäre echt cool, okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Könnte ja sein, dass irgendwo ein Herzteil versteckt ist, ne? Aber schaut nicht so aus. Ich komme einfach nirgends hoch, ey. Gibt's doch nicht. Obwohl, ich könnte ja Items platzieren, ne? Warte mal. Da muss ich nicht immer die Kraft einsetzen. So. Ja, wir haben alles ausgecheckt. Das ist wieder so eine coole Truhe, wenn wir die Monster besiegen. Kommen wir da auch ran. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Rubin, ne? Man muss ja alles ausloten hier. Da kommen wir rüber. Machen wir die Ananas. Das ist natürlich unlucky.
Er säuft da jetzt? Geil. Oh, ich komme da nicht hin. Da ist ja auch noch ein Gegner. Weißt du was? Ich mache einfach eine neue Ananas. So. Ananas einfach MVP. Immer noch. Sorry, aber da geht einfach nichts drüber. Ah, das ist der Junge, der schläft da. Was ist das? Flusspferdchen. Kleintiere mit auffallend spitzer Schnauze in dieser Form ungenießbar. Aha. Jetzt können wir den Fisch dahin knischen, ne? Wo ist er denn? Ganz am Ende. Schnüffel, schnüff. Was? Was für ein leckerer Duft, aber da fehlt die extra Portion Liebe, die meine Mutter beim Kochen immer noch dazu gibt. Ich muss wirklich den Originalfisch dahin schleppen. Oh boy! Na gut. Ich muss wirklich den echten Fisch. Das gibt's doch nicht. Ja, wo ist der? Okay. Doch, jetzt hätte ich's verkeggelt. Okay. Boah, ich dachte schon, ey. Na gut, wir haben jetzt zumindest schon mal die ganzen Monster weggemacht, ne? Das ist ja schon mal was. Jetzt kommen wir natürlich nicht da hoch, ne? Warte, ablegen. Nun ist natürlich die Frage, wie wir den Fisch da hochbekommen. So komme ich auch nicht hoch. Nein. Hä? Und werfen? Nee. Nee, ich kann nur nicht springen und werfen. Das geht auch nicht. Kann er nicht da runterkommen, der faule Lümmel? Das ist schon ein bisschen frech hier. So vielleicht? Denke ich wieder zu kompliziert? Wahrscheinlich, ja? Okay, warte. Nein! Nicht dein Ernst! Dullifisch! Okay, warte. Wir probieren mal ein bisschen rum. Das gibt's doch nicht. Okay, also so geht's. Ein Tisch hier vorne.
Da ein Trampolin und da zwei. Okay. Jetzt holen wir den Fisch. Natürlich muss ich nachher nochmal alles neu machen, ne? Aber wir sind jetzt wie. Oh Mann. Ja, was soll ich sagen? Sind Dinge passiert? Oh je. Nee, alles gut mit dem Fisch. Ich hatte nur ein bisschen Hunger, ne? Nebenher. Wie viele Fische sie wohl hat? Oh Mann. Oh Mann. Das ist echt. So, ablegen. Nicht das, was ich wollte. So, genau das. Dann hops. Legen wir den hier ab. Oh. Das hätte jetzt wieder daneben gehen können, ne? Gut, dass es nicht daneben gegangen ist. So. So. Und einmal was zu. Drauflegen. Draufhüpfen. Das gibt's doch nicht. Aha. Schnüffel, schnüff. Oh, riecht das lecker. Das ist ja Mutis Grillfisch. Bist du etwa den ganzen Weg hierher gekommen, um mir den zu bringen? Ja, schon, ne? Danke sehr, ich bin am Verhungern. Dann wollen wir mal. Oh, so knusprig, so salzig und so richtig schön fettig. Grillfisch ist einfach spitze, genau wie meine Mutti. Puh, das war köstlich. Jetzt passt nichts mehr in mich rein. Richte meine Mutti ein großes Dankeschön von mir aus. Ich werde jetzt erstmal ein schönes Verdauungsnickerchen gönnen. Wow. Ich glaube, der bleibt einfach für immer dort, hm? Du hast meinen Sohn den Fisch überbracht. Vielen, vielen Dank. Wie bitte? Er hat ihn verputzt und sich dann direkt wieder schlafen gelegt. Ach, dieser Junge. Wenn er nicht schläft, dann isst er. Und wenn er nicht isst, dann schläft er. Entschuldige, du bist ja nicht hier, um dir mein Geschimpf anzuhören. Hier, eine Belohnung für dich. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Hilfe. Hier, das ist für dich. Blasentang. Direkt konsumiert kann ich das Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Außerdem lasse ich weiteren Grillfisch hier, denn daran kannst du dich jederzeit bedienen. Nice. Was ich noch schnell machen wollte. In der Wüste hatten wir auch noch mal so eine blaue Aufgabe, ne? Da gehen wir jetzt gerade mal hin. Machen die noch schnell. Aber das war, glaube ich, das mit der Fliese da, ne? Und die haben wir jetzt ja gelernt. Vielleicht gibt es da noch was Cooles. Könnte ja sein, ne? Genau, die Fliesen. Was ist das? Ist das etwa eine dieser fliegenden Bodenfliesen, von denen Facette geredet hat? Mach das noch einmal. Nein, am besten nicht nur einmal, sondern ganz oft. Puh, das sollte reichen. Ich habe sie so genau studiert,
dass ich jetzt meine Vorgesetzten Bericht darüber erstatten kann. Vielen Dank, das war wirklich eine große Hilfe. Darf ich dir das hier als Belohnung geben? Jo, gerne, ne? Meine Vorgesetzte ist ein hohes Tier bei den Gerudo. Sie hat kaum Gelegenheiten, die Stadt zu verlassen. Und trotzdem erforscht sie die alten Ruinen in der Wüste, um Dinge zu finden, die hilfreich für uns wären. Ich bewundere sie sehr und deshalb möchte ich sie, so gut ich kann, unterstützen. Bam, hätten wir das auch. So, und jetzt porten wir uns natürlich wieder hier hin, denn da wollten wir uns ja noch so ein bisschen umgucken, ne? Jo, hier waren wir ja schon. Haben wir schon alles ausgecheckt. Weiter rechts haben wir auch schon geguckt. Hier unten könnte man auch noch mal gucken, weil hier ist auch noch irgendwie eine Höhle oder so. Und ich glaube, hier oben ist dann das Zora-Dorf, hm? Gucken wir hier unten. Hier ist nämlich auch noch ein Riss. Sie müssen mich jetzt hier nicht nerven, ja? Ist okay. Oh, hier ist doch so ein Fisch. Hier ist auch irgendwie so eine... so ein Eingang oder so? Ah! Ich kann auch nicht unter dem Riss hin durchschwimmen, das geht nicht. Das wäre es jetzt natürlich gewesen, ne? Ach, guck. Da ist ja einer. Aber mit dem würde ich sagen, reden wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin.